Selbstorganisation ist ein Prozess, in welchem Strukturen auf globaler Ebene eines Systems allein durch die Interaktion verschiedener Low-Level-Komponenten hervorgebracht wird. Also es entstehen praktisch Strukturen, die entstehen einigermaßen spontan. Das System geht praktisch von einem ungeordneten in einen geordneten Zustand über und auch von einfachen zu komplexen Strukturen. Und diese Strukturen entwickeln sich aber praktisch allein daraus, dass die Komponenten des Systems untereinander agieren. Also es wird nicht von außen praktisch irgendwie vorgegeben oder von außen gebaut, sondern es entwickelt sich innerhalb des Systems selbst. Und die Biologen und Naturwissenschaftler schreiben dann noch, ein selbstorganisierendes System ist fern vom thermodynamischen Gleichgewicht. Da gibt es natürlich verschiedene Beispiele. Jetzt, wenn man das mal auf ein Unternehmen überträgt, also auch ein Unternehmen ist ein System, in dem Menschen miteinander agieren. Eigentlich ist das für mich immer das Wichtigste, dass die Menschen miteinander agieren. Die Strukturen sind jetzt erst einmal nicht so wahnsinnig wichtig. Und da gibt es ein interessantes Modell, wie man solche Systeme beschreibt. Das ist von Diana Larson, das nennt sich Human System Dynamics. Das modelliert praktisch solche Systeme, indem man praktisch sich auf drei Aspekte fokussiert. Dass das aus ist? Genau, ist Absicht. Zur Sicherheit. Also, ich befürchte, Sie müssen mir zuhören. Genau. Also, es gibt praktisch drei Aspekte, wie man solche Systeme modelliert, aber ich male jetzt was auf. Das erste sind die Container. Mal so. Ein Container in einem Unternehmen kann alles Mögliche sein. Das können zum Beispiel traditionelle Abteilungen sein, das kann ein Projekt sein. Es könnte aber auch eine Rolle in einem Projekt sein, wie bei Scrum zum Beispiel die Product Owner oder Scrum Master Rolle oder auch Projektleiter Rolle kann auch ein Container sein. Aber das Projekt selbst kann ein Container sein. Das Unternehmen kann vielleicht selbst ein Container sein, wenn man nach außen geht, also es ist so hierarchisch auch strukturiert. Es gibt da verschiedene Ausprägungen von Containern. Es gibt zum Beispiel zaunartige Container. Da denke ich an den Laufstall meiner Tochter vor eineinhalb Jahren oder so, das war so. Da so ist der Zaun des Containers und da hat sie halt nicht rausgekommen. Es gibt halt auch so magnetartige Container, da denke ich eher an so einen Bienenstock. Also das ist praktisch auch ein Container, aber der hat jetzt keine feste Grenze, sondern da gibt es halt einen anderen Mechanismus, der die Bienen alle wieder zurückkommen lässt. Aber auch eine Containergrenze dann. Oder es gibt auch affinitätsartige Container. Hier denke ich vor allem, wenn wir hier unter Haching sind, so am Fußballer, nachdem wir Tor geschossen haben. Gestern wieder gesehen, dann alle wieder so aufeinander und bilden da so eine Menschentraube. Das sind so affinitätsartiger Container. Also Container, so das Erste. Das Zweite sind dann die Unterschiede, das D auf Englisch Differences, die Unterschiede. Da geht es um Unterschiede innerhalb oder auch zwischen Containern. Bei Unternehmen geht es vor allem hier um die Menschen, die innerhalb diesen Containern sind. Jetzt habe ich heute früh mehrere Farben gehabt, jetzt habe ich heute leider nur schwarz hier. Ich mache jetzt einfach mal ein Ding, das mit Zahlen mache. Also ich habe hier zum Beispiel nur 1er Menschen, dann habe ich hier vielleicht ein paar 2 dabei und hier habe ich aber ganz viele verschiedene. So Unterschiede bauen praktisch, die gibt es innerhalb der Container, also hier innerhalb gibt es Unterschiede, es gibt aber auch Unterschiede zwischen den Containern. Und solche Unterschiede bauen auch Spannungen auf und lassen Bewegung entstehen. Aber das Problem ist, dass sowohl zu kleine als auch zu große Unterschiede entgegen einer effektiven Selbstorganisation wirken. Also man muss da das richtige Maß finden. Dummerweise gibt es da auch wahnsinnig viele Parameter, die da alle nicht so wahnsinnig toll vorhersagbar sind, die natürlich alle nicht linear sind. Und man kann Muster praktisch weder vorhersagen noch nachhinein erklären. Man muss da praktisch sowas empirisch entwickeln, indem man das mit Inspect und Adapt immer wieder überprüft und dann wieder schaut, wo steht man und das in der andere Richtung dann weitergeht. Und das dritte ist dann praktisch Exchanges, Austausche. Auch hier wieder, Austausche gibt es innerhalb von einem Container, also auch zwischen Containern. Es gibt solche Austausche, das wäre jetzt ein gerichteter Austausch von hier nach hier, gibt es natürlich einen beide Richtungen und gibt es auch in verschiedenen Bandbreiten, würde ich mal sagen. Also es gibt breite und es gibt sehr schmalbandige. Jetzt kann man mal da so die Extreme von so Systemen aufzeigen.
Das eine Extrem wäre zum Beispiel, ich nenne es jetzt einmal die Behörde. Da gibt es sehr viele kleine Container, die alle uniform sind. Also da werden hier kleine Container, wo überall im einen sind nur eins, im anderen sind nur zwei und so weiter. Also Mitarbeiter vom Typ Antragsbearbeitung, der nächste hat die Abteilung hat die Funktion, also sehr stark nach Funktion eingegrenzt. Und die Kommunikationswege, die Austausche sind sehr gerichtet und sehr eng. Zum Beispiel, indem man ein Formular einreicht. Wäre sehr formeller, sehr gerichteter Austausch. Es gäbe aber auch zum Beispiel das andere, wäre, ich habe hier lauter verschiedene Menschen, komplett unterschiedlich und ich habe sehr breitbandige Austausche. Das wäre in so einem agilen Softwareentwicklungsprozess, wäre das zum Beispiel eine Retrospektive, in der man schaut, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, indem man so Brainstorming macht und neue Ideen entwickelt und praktisch sich gar keine Denksperren hat und nach Lösungen sucht. Das wäre jetzt ein eher breitbandiger Austausch. Solche Austausche gibt es natürlich dann auch asynchron und synchron. Und wenn ich jetzt praktisch das andere Extrem nehme und sage, ich habe sehr heterogenen Container mit sehr breitbandigen Austauschen, dann denke ich da zum Beispiel an das klassische Forschungsprojekt. Also die Menschen, die nach dem Higgs-Boson jetzt gesucht haben, werden jetzt eher in diesem heterogenen Container mit sehr breiten Austauschen organisiert gewesen sein. Andererseits, wenn ich jetzt wieder denke, es ist bald wieder soweit mit Steuererklärung einreichen, und dann schaue die Menschen, die das abarbeiten, möchte ich jetzt hoffen, dass die eher so in diesem kontrolliert vorhersagbaren Behörden-Style arbeiten und weniger in diesem innovativ-chaotischen wie die anderen. Was bedeutet das aber nur in der Praxis? In der Praxis bedeutet das, dass Unternehmen eben nicht nur durch Organigramme, Rollen und Artefakte organisiert sind, sondern eigentlich sind sie eben durch diese menschliche Dynamik organisiert. Und da eben ist es wichtig, dass man einen sinnvollen Zuschnitt von diesem System findet. Also dass man Containergrenzen sinnvoll festlegt und schaut, dass man breitbandige und schmalbandige Austausche, wo es Sinn macht, organisiert und auch die Unterschiede innerhalb und zwischen den Containern, dass man die richtige Mischung findet. Das hört sich natürlich jetzt sehr allgemein an, ist es leider auch. Also das ist für jedes Unternehmen ist das unterschiedlich. Da gibt es kein Patentrezept, das ist pro Branche unterschiedlich. Das ist auch vielleicht nach Art unterschiedlich. Wenn Sie eine Behörde sind, ist das ganz anders wie im Startup. Da gibt es kein allgemeines Rezept. Das ist eben dann auch zum Beispiel die Mitarbeit des Management, dass man dann schaut, wie macht man da einen ganz guten Zuschnitt, der da passt. Scrum zum Beispiel ist so ein Beispiel für so einen Zuschnitt. Da gibt es zum Beispiel ganz definierte Container. Das wären hier zum Beispiel die Rollen mit Scrum Master, Product Owner und Team. Es gibt dann schmalbandige Austausche, das wären so gerichtet wie dieses tägliche Status-Meeting, das da oft gibt, oder auch diese formalisierten Storykarten, die man so kennt. Es gibt aber auch die breitbandigen Austausche für Retrospektiven zum Beispiel oder Planungssessions. So schaut man eben, dass man so einen Mittelweg findet zwischen dem innovativ-chaotischen mit diesem breitbandigen und dem vorhersagbaren mit diesem schmalbandigen. Weil ein bisschen was vorhersagen sollte man in der Softwareentwicklung schon können. So komplett im chaotischen Arbeiten ist dann auch nicht gut. Und das Dumme ist jetzt nur, dass Systeme, wenn man nicht aufpasst, von Haus aus immer in diesen behördenmäßigen Zustand gehen. Da gibt es, das habe ich mir von Joseph Pellwein abgeschaut. Ich habe leider nicht viel Farben gehabt. Er sagt, da gibt es einen netten Spruch aus der Organisationsentwicklung, der sagt, die Sicherheit der Misere ist besser als die Misere der Unsicherheit. Also Menschen würden sich halt immer für das entscheiden, was sie schon kennen, auch wenn das die furchtbare Misere ist, also das Risiko eingehen, was zu ändern. Das heißt, wenn man jetzt aber in diesen innovativ-chaotischen zumindest zu einem Teil übergehen will, muss man von außen Energie in das System investieren. Und hier sagt eben Joseph Tellerine, dass es so ähnlich ist wie beim Kochen von Gemüsesuppe. Das heißt, es kommt auf die Menge der Energiezufuhr an. Wenn man jetzt irgendwie zu wenig Energie zuführt, dann erstarrt das Ganze. Dann ist es kalt und erstarrt. Wenn man allerdings zu viel zuführt, dann verbrennt es und wird aus so einer festen Masse. Also hier ist fest und hier ist fest. Ob das dann gefroren oder verbrannt ist, ist eigentlich dann völlig egal. Das ist einfach, kommt aus Gleiche raus. So, die große Kunst ist, dass man Energie zuführt, so dass es in so einem Kochzustand bleibt. Hier sieht man zum Beispiel im Scrum eben so, das ist diese Balance zwischen schmal- und breitbandigem Austausch. Scrum ist eben da so eine mögliche Implementierung, die in vielen Branchen und Unternehmen funktioniert hat, aber das nicht sicher ist, dass es auch bei Ihnen funktioniert. Da muss man einfach mit Inspect and Adapt schauen,
wie es funktioniert und in die richtige Richtung gehen. Jetzt kann man mal schauen, es gibt so verschiedene Herdplatten, wie man dem System eben Energie zuführen kann. So, die erste Herdplatte ist schon, das System überhaupt zu schneidern, also dieses CDE-Container-Austausche und Unterschiede so zu designen, dass es überhaupt sowas wie Selbstorganisation ermöglichen kann. Wenn man es so wie Behörden ganz gerichtet und eng schneidet, dann kann man das Selbstorganisation wahrscheinlich eh schon vergessen. Also sie müssen was Breitbandiges und was Großes drin haben. Dann geht's. Das zweite ist dann, da geht es in die Menschen rein. Und da in die Teamebene und die individuelle Ebene. Also man sagt immer so, das Verhalten von einem Menschen ist so eine Funktion über die Persönlichkeit und seine Umwelt. Jetzt ist das Problem, dass man die Persönlichkeit von einem Menschen, die ist schon einigermaßen festgelegt, und man sagt, so ab dem Alter von 24 ist eh Hopfen und Malz verloren, dann kann man die Persönlichkeit immer schwer mehr ändern. Das heißt, man sollte am besten über die Umwelt agieren. Man sollte die Umwelt ändern, wenn man das Verhalten von einem Menschen ändern will. Und da gibt es auf Teamebene das Modell von David Snowden namens Abide, A-B-I-D-E. Ich habe es jetzt nicht nochmal extra aufgeschrieben, Sie finden es dann im Skript. Das A wäre praktisch Attractor, Dinge, die anziehen. Sowas wie Stolz, Geld, Qualität, Charisma. Das andere wären Boundaries, also Grenzen, Teamgrenzen, Organisationsgrenzen. Wenn man sowas verschiebt, kommen Änderungen im Verhalten der Menschen hervorrufen. Das nächste wäre I für Identität, also Rollen und Verantwortlichkeiten Menschen zuweisen. Wenn man da was ändert, ändert man auch das Verhalten der Menschen. Bringt sie jemand in eine neue Rolle, wird er sich ganz anders verhalten. D für Diversität, also diese Unterschiede im Alter, kann auch Alter sein, Geschlecht, Fähigkeiten, Persönlichkeiten, Ausbildung, Berufserfahrung, da gibt es wahnsinnig viele Stellschrauben, denen man drehen kann. Und E für Environment, also die Umwelt. Das geht schon von ganz trivial an wie Büroräumlichkeiten. Wenn Sie das Team in ein schönes Büro setzen, wo alle im gleichen Raum sitzen, kriegen Sie anders Verhalten, wie wenn Sie die in so einen Container setzen und dann die einen sind hier und die anderen sind Kilometer weiter und die nächsten arbeiten im Container in Indien. Da wird einfach das Team sich ganz anders verhalten. Und also sowas wie Qualität der Computer, der Rechner, der Ausstattung, der Räumlichkeiten überhaupt oder auch Schreibtische und so weiter, sowas macht tatsächlich alles einen Unterschied aus. Auf individueller Ebene können Sie ja auch was steuern. Da ist dann mein zweites und letztes Diagramm, das ich gemacht habe. So, wenn man jetzt mal schaut, ein Mensch, der in seine tägliche Arbeit geht, idealerweise stellt das, was er so macht, so einen guten Kompromiss dar zwischen Herausforderung und Fähigkeiten. Also wenn jemand was macht, das für ihn keine Herausforderung mehr ist, aber halt voll seinen Fähigkeiten entspricht, dann kommt er irgendwann in den Modus der Langeweile. Wenn man es allerdings andersrum macht, also nur eine Herausforderung ohne Fähigkeiten, dann wird man irgendwann ängstlich, weil man nicht mehr weiß, was man tut. Also da ist es eben gut, einen Mittelweg zu finden und den Menschen ermöglichen zu wachsen. Also jeder wird irgendwann mal hier anfangen und am besten so nach da wachsen. Dieser Korridor nennt man in der Softwareentwicklung immer diesen Flow. Man macht praktisch irgendwas so, dass man sich wohlfühlt, aber auch wachsen kann. Und da gibt es verschiedene Wege. Das eine wäre so das obere, machen oft Sportler, die suchen praktisch immer die Herausforderung, auch wenn sie es nicht können, schauen immer, dass sie so dass die Herausforderung so am Schwelle ihrer Fähigkeiten halten, vielleicht immer so ein bisschen drüber hinausgehen. Es gibt noch das andere, das wäre so der klassische, Ingenieur oder sagt man auch ITler immer nach, dass sie sich erst das Wissen anlesen und dann es ausprobieren. Also wäre hier praktisch erst Wissen erwerben und dann es ausprobieren. So die Realität wahrscheinlich liegt immer irgendwo dazwischen, je nach Projekt. Mal wird man in was hineingeworfen, was man vorher nie gemacht hat, dann ist man eher hier. Mal hat man gerade ein bisschen Zeit und macht dann zum Beispiel eine Schulung oder kümmert sich um ein Thema, das einem schon lange am Herzen gelegen ist, sucht sich dann danach eine entsprechende Umsetzungsmöglichkeit, dann wäre man eher hier. Wenn man jetzt eben so einen Karriereweg von einem Menschen betrachtet, wird es irgendwie so eine Mischung sein, die irgendwie so hier durchgeht. Aber man sollte einfach schauen, dass die Menschen hier sind und das kann man zum Beispiel schaffen, indem man mit ihnen so individuelle Entwicklungsziele vereinbart. Indem man auch Schulungen ermöglicht. Das kennen auch Unternehmen, die ihren Mitarbeitern zum Beispiel gar keine Art von Weiterentwicklung oder Schulung gönnen. So was sollte man eben nicht tun. Also man sollte jedem Menschen auch seine Weiterentwicklung gönnen, um ihm zu ermöglichen, praktisch diese Veränderung vorwärts zu treiben. Was ist so das Fazit aus dem Vortrag? Ich möchte einfach nur mal so darauf hinweisen, dass Selbstorganisation ist eben nicht die Norm und die gibt es nicht gratis. Also Selbstorganisation
muss erkauft werden, indem man praktisch Energie in das System zuführt, mit breiten Austauschen ermöglicht, mit viel Diversifizierung innerhalb dieser Container und sein System von Haus aus so zuschneidet, dass das möglich ist. Und da ist natürlich die Mitarbeit von Ihnen allen gefordert, die in Unternehmen sind, auch wenn es das Management ist, auch wenn die Agile-Methoden immer sagen, man unterstellt denn immer, dass das Management da unwichtig ist, aber es ist eben genau nicht so, sondern es ist essentiell, dass das System von Haus aus richtig ausgelegt ist.